Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Birth of the Federation als Ferengi. Mal schauen. Wir bieten den Ulianern noch einmal einen Affiliation Treaty an. Einfach, weil wir es können. Schiff. Fliegst du bitte daher? Ah, ich habe vergessen zu speichern. Nein, ich habe gespeichert. Ich habe nämlich dazwischen aufgehört und heute bin ich auch etwas munterer als letztens. Okay. Also mit dem ersten Kolonieschiff machen wir da die restlichen Planeten gut und das zweite Kolonieschiff wird welchen Planeten kolonialisieren wir? 85 und 65, 95, 20, das wird sicher gleich sein. Ja, nicht ganz. 95 und 70 quasi, so etwas größer. Oder hier, nein, da komme ich glaube ich nicht dazu, oder? Da komme ich nicht hin. Das wäre noch einer außer den 65 und da könnten wir, 75, 35 und 30. Haben wir irgendwo einen Backup brauchen wir, müssen wir auch. Oh, da haben wir sogar schon mal begonnen. Das wäre auch eine Möglichkeit. 30 und 35. Das ist noch größer. Aber die da hinten müssen wir nicht sofort kolonialisieren. Ich bin eher dafür, dass wir irgendwo da Tycho als nächstes machen. Einfach deshalb, um den Cardassianern hier den Weg zu versperren. Damit da keiner nach rückwärts zu dem Parkland kommt. Machen wir das so. So, außerdem. So, was haben wir da? Wir upgraden das. Das brauchen wir als nächstes. Tama. Super schnell. Fertig. Trade Center dort. Haven. Ja, da werden wir bald brauchen. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Vielleicht kaufen wir dann ein paar. Weil die wachsen jetzt recht schnell. Die Bonus könnte man eigentlich auch kaufen. Vor allem, nachdem wir dann die Sachen besiedelbar machen, dann wachsen sie auch schneller. Da brauchen wir dann das Wunder als nächstes. Sehr gut. Warte mal, wie viel Food produzieren wir? 157, dann also 39 Maximum derzeit, solange wir hier nicht terraformen. Okay, passt also.
Ja, das war's. Na dann, nächste Runde. Bis. Hey. Wirklich? Die haben uns einfach angegriffen. Viecher. Ah ja, irgendwelche Romulaner. Muss das sein? Muss das echt sein? So, was haben wir für Romulans defeated Ferengi? Na gut. Bonus. Wir kaufen hier weiter zu, einfach. Eben. Da kommen wir auch weiter zu. Thomas Park wird im mit Ferengina. Ah ja, passt schon. Das muss man auch nochmal bauen. 1189. Schauen wir mal, vielleicht könnten wir den Seelei Gifts geben. Schauen wir mal, ob wir die dazu bringen, dass sie uns auch mögen. Sehr, sehr gut. Yay! Affiliation Proposal accepted. Finde ich sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Seelei ist jetzt noch nicht mal an Cooperative. Okay. Ich schicke euch wahrscheinlich noch einmal ein Geschenk. Jetzt machen wir mal eine Runde lang nichts. Wir haben kein Geld mehr. Haha. Ach, ein Ding. Gut. Und eine neue Colony Ship. Finde ich gut. Okay. Colony Ship. Du. Was haben wir gesagt? Nach. Oh, Tantalus vielleicht. Tantalus oder Tycho? Tycho haben wir gesagt. Ja, das sind zwei Planeten. Was wollt ihr? 1050, 1095, Expansion has nearly reached our borders. Was? Was redest du da? Ja, weißt du was? Ich hasse es euch zwar, Geld in den Rachen zu werfen, aber es ist besser als. Ich muss Krieg mit euch führen. Vor allem jetzt, wo ich noch keine eigenen, wo ich noch keine eigene Flotte habe. Die Flotte werde ich hauptsächlich gegen die Romulaner einsetzen, die der Meinung sind, dass sie da grantig uns gegenüber sein müssen. Okay. Wir kaufen ein Dings und machen weiter. Was? Wie bitte? Okay. Okay. Wie lang? Ah,
Troop Transports bauen noch eine Weile. Aber wir müssten mal los nicht sehen. Da ist ja gar keiner. Krieg du mal daher. 37%, ist okay. Scout ist auch okay. Mit denen sehen wir. Ich meine, wir müssen schon allein deswegen sehen, weil wir ja dort eine Kolonie haben. Ah, und weil wir vor allem auch daneben einen Outpost haben. Der Outpost sieht doch schon eins rundherum, oder? Wo bauen wir denn den nächsten Outpost hin? Am besten hierher, südlich von den Seelei. Oder daher, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, da ist wer. Und besiegt. Drei Destroyer und ein Colony Ship. Können wir Colony Ships eigentlich angreifen und zerstören? Schauen wir mal, ob die weiter im Balloshi bleiben. Okay. Kein Event dieses. Vielleicht bauen wir nur einen Truppentransport und dann bauen wir diese Light Raiders in großem Maßstab. Und da bauen wir das Ding her, wenn wir da die. Die Station herbauen. Das wäre natürlich cool. Und würde dann nämlich. Schau mal, vielleicht können wir ja. Federation Proposal War Pact. Wen wollt ihr angreifen? Die Klingonen. Ja, weißt du, ich mag euch zwar, aber in Wirklichkeit. Na, Dinge. Hättest ruhig stehen bleiben können. Mit deinem Schippernackel. Wo sind die? Wo sind die Zerstörer hin? Verstecken sich die gerade? Können die das vielleicht? Terraforming complete. Okay, du. Terraformst. Oh, warte mal. Dieses Gebiet. Yay. Tower of Commerce als nächstes. Sehr gut. Vier Runden für eins von diesen Dingern. Mhm. 17 Runden noch für Mintecan Farm. Und du kaufst mir das dann mal. Und ein Trade Center. Bin mir gar nicht sicher, ob wir den Alliance Shipyard bauen müssen sollen. Brauchen, weil wenn wir eh da den Outpost hinmachen, müsste das eigentlich auch passen. Machen wir den nochmal weg. Halber. Den können wir nachher noch immer reinbauen, wenn es ist. Okay.
Closed Markets, Power Exchanges, dann sollten wir Data Brokerage bauen. Dreimal. Dreimal, zumindest dreimal. Ding kann ja noch sehr groß werden, weil wir sind ja noch nicht bei der Maximum möglichen Population. Wir können ja noch 60, dazu sind 250. Sein und nochmal 25 sind 220, 240 können da maximal leben in diesem System. So, außerdem sehen noch immer uncooperative. Okay, was hältst du davon, wenn ich euch nochmal Geld schenke? Wir sind die Guten hier. Okay, finde ich gut. Ah, da sind die drei Destroyer wieder. Du. Exit. Ja, die Destroyer können ruhig da klauen, wenn es unbedingt sein muss. Ah, nein, nicht hören. Ach, Idiot. Oh, klar. Oh, Power Exchange können wir bauen. Advanced Replicators brauchen, glaube ich, S für Energie. Shield Generator. Okay. Na gut, das heißt aber, wir werden jetzt ein bisschen was umstellen. Wir upgraden das mal. Ah, die sind schon auf Level 4. Advanced Replicators, was machen die? Das kostet 10 Energie und bringt uns 40 Essen. Das ist ein guter Trade-off. Wir machen derzeit 39 Energie zu viel. Ja, das ist ein ausgezeichneter Trade-off. Mintaka. Alles gemacht. So, 1400. Seele, ihr seid neutral. Wie wär's mit einem Friendship? Wir geben euch sogar Geld dafür. Wir nehmen den dritten Turm. Vielleicht ist das ja okay. So, oder nicht? Ich mach mal einen Terraform. Ja, machen wir die arktische Welt. Da wird noch geterraformt. Das dauert noch ein wenig. So, Truppentransporter. Mach mal einen Outpost. %, 45%. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Unser erstes Kriegsschiff kommt gleich.
Auch wenn es ein Mini-Kriegsschiff ist. Was? Ist das schon wieder uncooperative? Warum das? Sind Sie wahnsinnig? Friendship werden sie wahrscheinlich nicht annehmen dann. Ja, sie rejecten das. Was? Die Föderation will auch was von uns. Spielt sie ja alle miteinander. 2000 Credits? Seid ihr wahnsinnig? Ist okay. Ja. Ist okay. Kriegt das Geld. Kriegt das Geld. Alles ist gut. Recenter built on Haven. Sehr, sehr gut. Structures. Plus 50. Gut. Plus 50% Credits. Das ist gut. Oh. I see. Wir sollten mehr von diesen Dingen bauen. Wir wachsen zu schnell in Haven. Sollten da wirklich schneller bauen. Warte mal, wie viel? Food 230. Wir brauchen also mindestens noch 185 auf 230 sind 1545. 230 und 45 sind 275. Ein Footing brauchen wir noch auf jeden Fall. Ein Gross Market. Dann machen wir noch. Na, dann machen wir jetzt sicher hier noch. Und dann machen wir noch 3 davon. 14% dann. 60% dann. 36%. Und unser erster Light Raider. Ja, wir warten auf jeden Fall noch zwei oder drei von den Dingern ab. Echt jetzt? Die Romulaner wollen auch was von uns? Was wollen denn die von uns? 1600, bist du irre? Haben wir das Geld überhaupt? Nö. Da haben wir dann 200 kein Geld mehr. Das können sie nicht leisten. Wir machen da quasi alles für diese Typen. Ah, warte mal, nein, 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 nein. Bisschen ärgerlich. Shield Generators, was machen die eigentlich? Plus 50 bei Energy Tech Industry. Ja, und was macht das Shield? Ist jetzt lustig. Kann man das annehmen? Ich meine, wir bauen in der Zwischenzeit unsere ersten Schiffe. Wir könnten es mal ignorieren. Die werden uns schon nicht angreifen, oder? Die werden uns sicher angreifen. Mit 47 Geld. Der Tower of Commerce. Was macht der Tower of Commerce? Wo ist der Tower of Commerce? Keine Ahnung. Da, Tower of Commerce. Plus eine Moral und plus 50% Income on Trade Route. Sehr gut, sehr gut. Das erklärt, dass wir jetzt plötzlich so viel mehr Einkommen haben. So, das ist 42% fertig. Das ist 90% fertig. 72% fertig. Finde ich gut.
dem Trade Center machen wir dann noch mal mehr Geld. Machen wir dann noch einmal um einiges mehr Geld. Dann machen wir da mal Replicators. Was kaufen wir da? Also machst du nur 13 Credits, vielleicht lassen und was es dann noch? Wenn wir ein bisschen mehr Leute haben auf dem Planet. Mehr Trade Routes. Oh, Trill. Das sind die Trill. Urarg. Man hat schon seine zwei Trade Routes, die haben noch keine. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Passt. So, schauen wir mal. Loschni hat zu viel Food. Was heißt das? Plus 10 Food. Boah, das sieht sich gut aus. Eben. Yep, geht auch schön aus. Ja, vielleicht sollte man trotzdem kaufen. Ja. Warte mal, wie ist das eigentlich? Seelei? Friendly mit den Romulanern. Echt jetzt? Nun mehr Geld an die Seelei investieren. Wir sind die Guten, glaubt uns. Non-Aggression zwischen Klingonien und Cardassianern. Growers Market. Level 4. Puh. Es wird wieder lang dauern, bis wir das alles aufgepäppelt haben. Terraforming in Tilonus. Du? Terraformst jetzt den letzten von denen und danach ist das fertig und wenn das fertig ist, können wir nach Minta kommen, dann kannst du dort auch terraformen. Yes. Noch immer nur ein Light Raider. Wie lange dauert denn das? Du bist fast fertig.
Oh nein, ist das was? Mal mit denen. Bevor wir das machen, machen wir das. Wer weiß, ob wir überhaupt noch ein Growth Market brauchen nach dem Update. Was haltet ihr davon, wenn ich euch noch ein Geschenk mache? News from Intelligence. Könntet ihr das bitte lassen, Kadassianer? Our security agents have earned their pay. Surveillance of an accountant in the economics department has revealed that he is an active agent for the Kadassianer. Okay. Jo. Yes. Yes. Weiter. Raumkleider ist auch fertig. Intact. Titanus. Was haltet ihr davon, wenn wir nochmal sowas anbieten? Wir tun einfach so, als würden wir nicht mitkriegen, dass ihr. Yes. Das klingt sehr schlecht. Class 4 Machining Guilds. Yay! Terraforming in Tilonus. Investors Enthusiastic. Ja. Warte, Tycho. Aquaculture Center ist gut. Phase Transition. Non-Aggression Treaty between Romulans and Cardassians expired. Das finde ich gut. Da nach hinten ist jetzt zu. Solange wir eine Friendship mit den Kardassianern haben, kommen die da nicht mehr durch. Was ich gut finde, wir fangen da an. Wir machen zuerst das, dann das, dann das, dann das und wir kaufen das alles. Machen wir das zuerst und machen wir das als zweites. Was brauchen wir eh nicht so bald? Okay. Ja, okay. Eben. Okay, alles klar. Yay.
mehr Machining Guilds. Das war Haven, Tyrannus. Kaufen wir auch. Tycho. Haben wir schon. So, Night Raiders. Warte mal. Oh. Die Cardassianerin nicht glücklich sein, nicht, weil das Ding ist fertig. Aber gut, andererseits. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Pech für euch. Wie? Ach so, die haben da auch einen Ding, seinen Outpost hergebaut. Deshalb. Machen wir mal daher. Okay, meine lieben Freunde, ich glaube, das war's für heute. Das war eh schon viel zu lang in Wirklichkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss euch.